Die EU-Datenschutzgrundverordnung führt zu Unsicherheiten, wenn es um die Einbindung digitaler Medien in Beteiligungsprozesse geht. Was genau steckt eigentlich hinter der DSGVO? Die DSGVO hat letztlich für die Menschen ein stärkeres Auskunftsrecht, Informationsrecht geschaffen, das Recht auf Vergessen eingeführt. Die DSGVO hat also die Rechte der Nutzerinnen und Nutzer eigentlich sehr gestärkt und hat ja auch den Druck für Unternehmer ein bisschen mit einem umfangreichen Strafkatalog aufgeführt. Und das heißt eigentlich, dass Datenschutz relevanter ist, weil Datenschutz jetzt viel, viel intensiver diskutiert wird und mehr Rechte vertreten werden müssen und letztlich sowas wie Datenschutzrecht in der Medienpädagogik, in der digitalen Jugendbeteiligung eigentlich etwas ist, das selbstverständlich sein muss. So wie man Jugendschutz wahrt, muss man eben jetzt auch den Datenschutz konsequenter betreiben. Man kann sich da nicht rausreden. Unter personenbezogenen Daten versteht man insbesondere sämtliche Informationen, die eine natürliche Person identifizieren oder identifizierbar machen, zum Beispiel Geburtsdatum, Adresse oder Kontonummer. Die Verarbeitung von Daten umfasst unter anderem das Erheben, das Erfassen, das Organisieren, das Speichern, das Verwenden und das Löschen von Daten. Die Verarbeitung ist ein Verfahren, das mit oder ohne automatisierter Hilfe erfolgen kann.